guten Morgen, Sonnenschein. Gib mir ein E. Gib mir ein B. Gib mir ein Ehrlich Brothers. Yeah. Hat ein Clown gefrühstückt? Die Antwort ist nein. Wir haben hier heute ein bisschen geprobt in unserer Probenhalle und Andreas hat die Flucht ergriffen, weil er bisher noch gar nicht Vatertag so richtig feiern konnte. Und das holt er jetzt nach und ich habe gesagt, Bruder, das ist die einzige Entschuldigung, die ich jetzt akzeptiere. Wir haben gesagt, Mensch, vielleicht gehen wir noch live. Geh du mal zu deinen Kids und ich trage ihm zu Ehren heute ein besonderes Käppi. Und so bin ich jetzt also alleine bei diesem Question and Answer hier in unserer Probenhalle, wo ein E steht. Was? Drehe dein Telefon? Ah, jetzt sehe ich wieder das Display. Und wo ein B hängt. Und wo meine Outfits sich befinden. Das ist mein Outfit-Schrank. Das habe ich sortiert und das hat die Garderobiere sortiert. Ich? Garderobiere. Ihr Lieben, ich hoffe, alle Männer, die jetzt zugucken, ihr hattet einen tollen Vatertag und ihr versteht noch, was ich sage, weil da wird ja auch mal ein Bierchen getrunken. Und alle Frauen, alle Mütter, ich hoffe, ihr haltet eure Väter, also eure Väter nicht, sondern die Väter eurer Kinder gerade aus. Nüchtern. So, gucken wir doch mal, was hier so an Fragen reinkommt. Denn ihr könnt jetzt einfach ein paar Fragen raushauen und ich, Andreas, ehrlich, werde sie beantworten. Irgendwie sieht das komisch aus, die Jacke hier, ne? Ja, hier, das Shirt hat eine ähnliche Farbe. So, eigentlich müsste es schwarz hier drunter oder weiß. Aber bei der Probe ist ja alles noch nicht so ganz final. So, ihr Lieben, was habt ihr denn für Botschaften für mich? Geheime Botschaften und direkte Botschaften. Ich nehme alles an Botschaften an. Schöne Grüße aus Kiel, wünscht mir Angelina Schulze. Ich grüße dich zurück, liebe Angelina. Hallo und lieben Gruß aus Uerdingen am Rhein. Krefeld, die Uerdinger, da gab es noch mal irgendwie so einen Fußballverein, ne? KFC Uerdingen, kann das sein? Ja, ich glaube KFC Uerdingen war das. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum Herrentag. Ein Herrentag, habe ich auch noch nie gehört, ist doch Vatertag. Wahrscheinlich ist es ein Herrentag für alle, die ein Herr sind und keine Dame, aber noch nicht Papa. Also mich. Hammer. Grüße aus Straubing. So, ihr, das Tolle bei Question and Answer ist ja, dass ihr auch Question könnt und dass ich dann answer. Also haut mal ruhig ein paar Questions raus. Nicht nur ein Hallo, wie Jule Göring zum Beispiel, oder Hi von Nina Like, oder Ich komme aus Luxemburg von Jule. Ihr dürft mir echte Fragen stellen, also mit Fragezeichen. Also wisst ihr, Frage, nicht nur wie Carsten Simone schreibt, Grüße aus Verden. Oder Nina Like schreibt, oh mein Gott, ich bin endlich live dabei. Och, Grüße aus Herford. Jo, Herford, jo, aus der Heimat. Leute, ihr habt keine Fragen oder wie kann ich das interpretieren? Bist du schon mal aus dem Bett im Nightliner gefallen? Das ist doch endlich mal eine Frage von Steffi Henschel. Soweit ich mich erinnern kann, weil wenn so eine Tourwoche vorbei ist, ist quasi häufiger mal Vatertag, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber soweit ich weiß und mich erinnern kann, bin ich tatsächlich noch nie aus dem Bett gefallen. Weil da gibt es auch noch so einen Gurt, weil manchmal schaukelt das ja so ein bisschen. Oder wenn er ausweicht nach rechts, links, dann wäre ja die halbe Belegschaft immer sofort auf dem Flur. Also, nee. Nicht, dass ich wüsste. Nein, ich bin noch nie aus dem Bett im Nightliner gefallen. Schöne Grüße aus Ludwigsburg. Wünscht mir Nicole Brotbeck. Brotbeck? Ist ja auch irgendwie ein witziger Name. Vielen Dank, liebe Nicole.
Oh, Theresa Hugo liegt mit einer fetten Erkältung im Bett. Wie geht es dir eigentlich? Mir geht's ganz gut. Wir haben gerade die tourfreieste Zeit im gesamten Jahr. Unsere nächste Show ist Ende Juni in Frankfurt in der wunderschönen Festhalle. Und ja, jetzt hatten wir gerade, oder wir haben insgesamt 6,5 Wochen tourfrei. Und sowohl davor als auch jetzt nach dem Termin sind die Slots immer kürzer. Danach kommt Berlin, Hamburg, Stuttgart, Salzburg. Dann kommt die Fernsehaufzeichnung in Köln. Seid ihr dabei? Oh, Hammer wird die. Seid dabei. Macht ordentlich Stimmung. Dann werdet ihr im Fernsehen sein. Ja, ich weiß sogar schon, wann und wo das ausgestrahlt wird. Steht seit kurzer Zeit fest. Aber ich darf es noch nicht verraten. Und direkt nach Köln kommt dann London. Wuhu, ab nach Wembley. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr noch kein Ticket habt, holt euch ein Ticket für Wembley. Ist ein Wochenende, fliegt hin. London ist immer eine Reise wert. Man kann jetzt wieder reisen. Wir hoffen auch, dass die 22 LKW Brexit-bedingt trotzdem durchkommen. Also nach London rein. Das wird noch ein kleines Abenteuer, aber wir sind guter Dinge. Und danach kommt Paris im September, im Zénith de Paris. Und dann gibt es ja noch die Stadion-Show in Düsseldorf am irgendwann im November. Ne? Und dann ist auch schon fast Weihnachten. Und deswegen genießen wir gerade unsere tourfreie Zeit mit den Proben für ein paar neue Illusionen, die wir bei unseren allerletzten zwei Tourshows angetestet haben. Mhm. Die dabei waren, wissen, welche das sind. So, jetzt gucke ich nochmal auf eure Fragen. Wie kann ich das denn wieder aktivieren? Kann ich jetzt hochdrehen? Ah ja, jetzt geht's weiter. Kommt ihr auch mal nach Österreich? Ja, im Juli, ich weiß nicht genau welcher Juli, aber da sind wir in Salzburg. Irgendwie zweite Juliwoche. Ich will jetzt kein Datum nennen, aber irgendwie zweite Juliwoche. Check mal auf unserer Homepage. So, wen soll ich grüßen? Magst du vielleicht meine Maus Sarah Sophie grüßen? Kurz, die muss gleich ins Bett und würde sich riesig freuen. Bitte. Also, du kleine Maus, Sarah Sophie, ab ins Bett und träum mal Schönes. Was Magisches. Hammer. So, da habe ich doch hoffentlich einer kleinen Person eine große Freude gemacht. Liebe Grüße aus Tübingen. 26.11. ist die Stadionshow, schreibt Anna-Lena Gerken. Ja, alles klar, 26.11. Vielen Dank, ich merke es mir. Carissima Göller ist in Köln dabei mit der liebevollen Sarah Krings. Ich freue mich schon drauf, ich freue mich auch drauf. Conny Röder, ihr macht eine coole Show und nice, wie ihr mit den Kids umgeht. Magie ist immer cool. Ja, Magie ist immer cool. Aber ich habe, war es ein Meet and Greet mit uns im Oktober, hat Sarah Pietsch. Ah, eine Riesenüberraschung. Bräuchte da etwas Zeit mit euch? Das klingt ja geheimnisvoll, wenn du mehr Zeit mit uns brauchst. Ich bin sehr gespannt auf das Meet and Greet. Ich würde gerne meine Ehrlich Brothers Style Lederjacke von euch signieren lassen. Geht das eventuell bei einer Show? Das geht auf jeden Fall, wenn du sie uns schickst. Die Adresse ist auf unserer Homepage. Also da kannst du auf jeden Fall eine Adresse ausfindig machen. Und solche speziellen Pakete, die landen auch dann mit Sicherheit bei uns zum Signieren. Woher ich meine Handyhülle habe, wenn ich das sagen würde, würde ich Werbung machen. Und das würde ich nie machen. So. Wenn alles klappt, bin ich in Oberhausen. Wenn alles klappt, bin ich auch in Oberhausen. Grüße aus Alzenau, nähe Aschaffenburg. Oh, Aschaffenburg ist aber... In Aschaffenburg gibt's doch... Wie heißt denn die Arena da? Ist das FAN Arena? Ja, ne? Also wir treten da nicht mehr auf, aber wir sind lange da aufgetreten. FAN Arena. Und da war sogar ein Plakat von den Backstreet Boys Backstage. Fand ich ganz witzig. Weil ich war ja früher so ein bisschen Backstreet Boys Fan. Backstreet's back. Alright.
und so weiter. So, das hat aber keiner gehört. Ne? Ihr habt gerade nicht zugehört. Nein, nein, nein. Ich habe übrigens, das ist keine Ausrede, 10 Minuten bevor ich hier live gegangen bin, habe ich angezeigt bekommen auf dem Handy, Stromsparmodus oder normal. Und ich habe einfach gesagt, mach normal weiter, weil bei Stromspar weiß ich nie, dann wird Display dunkel und so. Wie lange das, also ja, eigentlich hält es ja noch länger. Aber ich habe normal geklickt und mein Symbol, ich sehe nur noch so eine wenig breite Füllung da in der Batterie. Also hier, mein Handy macht definitiv gleich die Grätsche. So, Dream and Fly auf DVD wäre mega. Ja, ich überlege mal. Es gibt einen Plan, den ich zu dieser Zeit aber noch nicht lüften darf. Aber es gibt darüber hinaus auch schon die nächsten Pläne mit Streaming, Fernsehen, ja. Hammer! So, meine Tochter ist im 2. Oktober am Abend dabei. Grüße aus Steingriff. Steingriff? Was für Orte gibt Steingriff? Viele Grüße nach Steingriff zurück. Aus Felsenhalter. So, 3 Fragen war ich noch. Dann wird mein Handy hier... Es blinkt schon. Kannst du bitte meinen Enkel Leon grüßen? Das mache ich sehr gerne, lieber... Liebe... Epoch... Anega Epoch. Auf jeden Fall grüße ich den Enkel Leon ganz herzlich. Winke doch kräftig mit beiden Händen. Ah ja, dann, wenn ich jetzt mit beiden Händen winke, dann fällt dieses Handy auf den Boden. Ich mache mal nur eine Hand, ne? Grüße aus Spradau nach Hüffen. Herzlichen Dank, herzlichen Dank. So, da ist die vorletzte Frage. Dürft ihr wieder mit Publikum auf der Bühne zaubern? Selbstverständlich. Und das ist auch wieder gut so und richtig so. Und es macht allen Beteiligten, nicht nur auf der Bühne, aus der Crew, sondern auch den Zuschauern wahnsinnig Spaß. Derjenige, der mag, hat gern noch eine Maske auf, aber ganz viele ziehen sie wieder ab. Wir tragen auch keine mehr, wenn es nicht eine explizite Auflage ist. Und ja, genießen dieses Stück Freiheit, die da zurückgekommen ist. Also, ja, die letzten Shows haben wir allesamt ohne Maske machen dürfen, behördlich. Und dann haben wir das auch so gemacht. Und es war für alle eine Befreiung. Das war ein bisschen Magic. Hammer! So, letzte Frage. Ich würde euch so gerne mal live treffen, ist keine Frage, aber ich würde meinen Bruder auch mal. Ja, wenn jetzt hier die Bildübertragungsrate gleich nur so ist ab, wenn, so ab, ak, rede, ad, Akku tun. Aber noch ist es nicht so weit. So, Uli Köbel schreibt, ich freue mich schon so auf die Shows in München und Salzburg. Da frei ich mich doch auch. Ja, mein Kruzifix hier auf die Shows im Süden. Oh, übrigens, ja. Du weißt, wie es hier aussieht, weil die Uli tatsächlich schon mal, also jetzt, wo ich den Namen sehe und das Bildchen, die hat nämlich bei unserem Gewinnspiel gewonnen und war hier schon mal beim Zauberworkshop. Zauberworkshop war der erste Preis. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, habe ich schon mal, aber du weißt hier, du kennst hier die Sektion, du weißt, wie es hier aussieht, weil das verlosen wir einmal im Jahr, Zauberworkshop. Muss man so eine Karte ausfüllen bei der Show und wenn man da gewinnt, bam, ist man hier in der Probenhalle mit uns und hat einen Zauberworkshop. Hammer! So, aber das war auch keine Frage. Wie geht es deiner Flugangst? Ja, ich bin ja nicht so häufig geflogen in letzter Zeit, aber ich habe den Eindruck, es wird weniger. Also es sei denn, es kommen so Turbulenzen. Und was natürlich auch dazu beiträgt, dass ich weniger Flugangst habe, ist, dass
Andreas und ich quasi bei jeder Show fliegen. Das ist, also es klingt doof, aber es ist so, weil wir fliegen ja wirklich in jeder Show. Und wenn man dann bei jeder Show zweimal am Tag fliegt, dann baut man so ein bisschen Flugangst tatsächlich ab. So, das war's. Das war die letzte. Ich fand die Frage gut, wie das so mit der Flugangst aussieht. Habt ihr auch Flugangst? Schreibt es in die Kommentare. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen, restlichen, tollen Vatertag. Genießt die Zeit. Feiert heute auch schön. Und ich hoffe, ihr habt morgen alle frei. Schönen Brückentag. Und können morgen ausschlafen. Habt ein langes Wochenende. Ja, wir sind hier natürlich fleißig weiter, damit ihr die geilstmögliche Show bekommt. Also, bis bald. Macht's gut. Tschüss. Und jetzt muss ich hier auf Beenden klicken.